Hallo meine Friendos und willkommen zurück zu Road to Smash Ultimate mit mir und Punchtendo. Moin moin. Na? Na? Nä? Alles fresh? Alles fresh hier. Geil. Ja, es geht weiter mit der Iron Man Challenge. Wir sind ja immer noch nicht durch. Das letzte Mal hat mich seine Lucina in den Boden gestampft. Habe ich Marv gespielt. Und ich muss ja noch Wario nachholen, deswegen habe ich den jetzt hier ausgewählt. Falls ihr es vergessen habt, wie ich zum Beispiel. Aber gut, fangen wir einfach mal an. Hoffentlich wird es dir nicht mehr passieren. Ja, das hoffe ich auch. Das ist halt immer das Ding so ein bisschen. Bei Live-Commentary. Nehme ich wieder Mega Man. Mega Man. Ist aber auch eine geile Stage. Ja, das stimmt. Allein schon wegen der Musik. Wenn die diese scheiß Yellow Devils hätte. Mhm. Aber sie hat ja auch noch die andere Version jetzt in Ultimate, was ich sehr geil finde. Die ja, apropos, was hältst du eigentlich davon, dass man Stage Hazards jetzt ausschalten kann in Ultimate? Wenn du das mitbekommen hast. Inwiefern jetzt, also meinst du, dass man... erklär mal, was meinst du? Ich weiß ja nur, dass mit den Omega-Stages und Battlefield-Stages von jedem. Ja, okay, also das wurde in Nintendo Treehouse erwähnt, ups, dass man Stage-Hazards jetzt auch ausschalten kann, also so wie zum Beispiel den Yellow Devil. Ja, genau so heißt er. Und halt so Sachen, die halt auf der Stage passieren, so solche Gimmicks und sowas. Inwiefern jetzt genau, was man da jetzt alles ausschalten kann, weiß ich jetzt nicht. Zum Beispiel diese eine Metroid-Stage, die sich so drehen kann, das kann man zum Beispiel ausstellen, was sie sich halt nicht auf den Kopf dreht. Also hat man quasi die normale Stage, aber ohne die Effekte, dann genau. Ist das doch quasi ein Omega-Stage, oder nicht? Ja, nicht unbedingt, die haben ja verschiedene Größen und sowas. Ach so, okay. Oder irgendwelche Plattformen und alles. Kannst du ja jedes Stage 100.000 Mal spielen. Also gefühlt so, hast ja mega viele Varianten. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, bei manchen Stages, cool. Bei manchen Stages kann ich mir das auch gut vorstellen. Zum Beispiel, wenn du irgendwie so eine Stage hast wie... ja, jetzt lass mir mal gut überlegen. Was gibt's denn da so, die ich so richtig geil finde? Jetzt zum Beispiel in Smash 4. Fuck. Halbert. Ja. Aber du hast halt zum Beispiel mit der Laser oder sowas nicht geschossen. Mhm. Das wäre zum Beispiel so auf Partys oder so, ist die Station schon wahrscheinlich ganz nice, aber ohne den Laser könnte das nochmal so ein bisschen runder werden, das Match. Eben. Weil du halt durch viele Hazards auch gekillt werden kannst, ne? Mhm. Ja. Die war tatsächlich spielbar. Ja. Also die war ja eigentlich auch spielbar. Ich weiß nicht, ob in Smash 4 auch, aber in Smash Brawl hat man die auch competitive gespielt. Hm. Weil die ja auch nicht eine so Zeit lang, glaube ich, eine Zeit lang. Hm. Ja, das kann sein. Aber jetzt, da man Hazards auch ausschalten kann, ist schon ganz praktisch. Ich hasse aber natürlich eine viel größere Auswahl an Stages, die man zum Beispiel auch competitive spielen kann. Oder halt einfach mal so, damit die ganzen Dinger nicht nerven. Ja. So, und jetzt wär's noch ganz schön, wenn ich eine Lucina und hier loswerden kann. Ja, ich bin mal gespannt. Eigentlich ist es ja noch mal so ein bisschen lame, dass ich mit Lucina gerade so viel gewinne, weil ich habe sie halt eigentlich noch nie gespielt. Aber das sind so Charts, die musst du, glaube ich, nicht so viel trainieren. Also gerade so Lucina Marv, glaube ich, musst du gar nicht so viel trainieren. Die sind eigentlich relativ einfach zu lernen, würde ich mal behaupten. Mhm. Das werden alle Marv und Lucina jetzt ausrasten, aber ich denke das, weil... Keine Ahnung. Was willst du bei denen groß lernen? Große Kombos haben die ja nicht. Ja, das stimmt. Muss halt die Aerials gut einsetzen können, so. Auch von der Range her. Ja, mehr. Ist halt episch. Downtilt. Oh, fuck. Fuck. Das war so klar. Das war sehr gut. Oh Mann. Ich hab's aber auch leider sehr oft durch SDs. Ja. Das Problem, wenn ich so wenig Charaktere spiele.
Die Auswahl an Charakteren wird auch nicht gerade besser. Daran kann ich auch gar nicht. Das freut mich. Ich möchte daran so schnell wie möglich loswerden. Das glaube ich. Oh, ich hasse sie. Ich hasse sie so sehr. Ne? Jeder Move von ihr stinkt. Lass mich mal aufladen. Shit! Fuck! Was? Okay. Okay, ausgleichende Gerechtigkeit. Warum das war. Aber die meisten Tode von dir sind wahrscheinlich auch SD. Also ich mach da, glaube ich, nicht viel. Ist ein bisschen traurig jetzt, aber. Ja gut, also Pit habe ich ja eigentlich eine Zeit lang mal gemaint. Okay. Tatsächlich, irgendwie so ein, zwei Monate. Also nicht als First Main, sondern so als Second oder Third oder so. Ja. Ich wollte ja immer ein Third Main haben, zwei Jahre lang. Hat sich im Endeffekt nie einer gefunden, aber ich habe immer so ein bisschen durchgeswischt, deswegen kenne ich halt so ein paar Chars. Aber da Pit, keine Ahnung, ob der mir noch liegt. Werden wir jetzt wohl sehen. Robin ist halt einfach nur scheiße. Oh. Robin ist ruhig, verdammt. Wirklich eigentlich keine Gnade. Das glaube ich, so viele Matches zerstört. Ja. Warum findest du die eigentlich so schlimm? Weil unser Leader die gemaint hat und mir gezeigt hat, was sie kann, wenn sie krass gespielt wird. Hm. Ich bin jetzt auch nicht so der super Fan von ihm, wie auch immer. Aber es liegt, glaube ich, generell daran, was ich nicht so ein Fan von Politikcharakteren bin, weil die sehr nervig sein können. Wie auch Dakan zum Beispiel. Ja, Dakan wenn man sie halt spielen könnte. Auch so ein Char, den ich halt total mag. Einfach vom Charakterdesign und so, aber er ist halt einfach vom. Wenn du gegen einen guten Dakan spielst, du hast halt einfach die Matchup-Erfahrung nicht, dann bist du einfach tot. Ist das mal in For Glory passiert, hatte ich so einen richtig krassen Dakan-Spieler, ne? Hab ich so fertig gemacht. Wow. Nein! Als ob! Okay, ich dachte, war bitter. Ja. Das war sehr bitter. Irgendwie hatte ich gedacht, da kann eine bessere Recovery. Hatte ich so in Erinnerung. Also ganz ehrlich, bei solchen Matches, finde ich, könnten wir das auch einfach wiederholen, weil das war jetzt ein bisschen sehr früh und ein bisschen sehr unnötig. Ach, meinst du? Nee, komm. Ja, weiß ich nicht. Ich kann mit Darkhand eh nichts. Außer versuchen, Projektile zu schmeißen die ganze Zeit. So. Jetzt kommt hier mein Lieblingscharakter in Smash. Ja. Na dann. Ja, schauen wir doch mal. Nicht, was ich ihn gut spielen könnte, aber. Er ist einfach der Geilste. Ich hab den schon. Also, ich hab den eigentlich immer gemaint seit Melee. Nur in Smash 4 habe ich damit aufgehört, weil irgendwie ich nicht mehr mit ihm klarkam. Ich dachte schon. Oh, okay, da hätte ich nicht springen dürfen. Ja, das wäre dann Ausgleich in Gerechtigkeit die zweite gewesen. Ja, Kirby habe ich ja auch mal eine lange Zeit gespielt. Oh! Wow. Ja. Ja. Es lief nicht so gut. Tatsache. Wie gesagt, und die
Ich kann ihn nicht mehr. Also hier kann ich ihn nicht. Und die. Ich hoffe, in Ultimate wird sich das ändern. Jetzt kommt der Fettsack. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer mit dem spielt. Oh ne, das war die Attacke, okay. Nein, nicht smashen. Nee, nee. Das finde ich gar nicht gut. Ach scheiße, das geht ja gar nicht so weit. Was war das denn? Oder was? Okay. Wie funktioniert das in der Recovery nochmal? Keine Ahnung. Ja, ganz normal. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Hast du einfach nur geht nach oben gedrückt und das war's. Ja, geht dir nicht zur Seite ein? Auch? Nein. Hm. Oh Mann. Bitter. Dann hatte ich das falsch im Kopf. Glaube ich auch. Okay. Wenigstens nicht Brawl Meta Knight. Oh fuck. Ja. Geht ja gut los. Aber selbst da kommt. Also, ich habe nie genau verstanden, warum er so broken ist, ehrlich gesagt. Ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt, aber. Ich hab's einfach mal so hingenommen. Ich kann später noch ein Video schicken. Also, ich weiß, dass er sich mit allen seinen Specials retten konnte. So viel weiß ich. Neutral war halt sehr safe. War halt entweder safe im Shield Break, glaube ich, oder. Ja, man konnte es halt nicht punishen. Und noch tausend andere Sachen, die OP waren, aber ja. Wie gesagt, da gibt es ein sehr gutes Video, was das zeigt. Mhm. Das glaube ich. Weg. Hey, was? Also schon wieder mehr Even hier. Oh, gut, dass du so aufgehalten hast. Was? Die Side B. Der F-Smash ist broken. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wow, nicht gepunished. Aber auch hier weiß ich nicht genau, wie man ihn spielt. Ich weiß ja, ein paar coole Aerial-Kombos. Oh, wollte mal vorbei. Ich wollte eigentlich grabben. Wow. Nein. Ha. Ich depp. Johnny. Komm, roll rein. Jetzt krieg ich dich gerade nicht. Ach komm, diese Curry ist doch Bullshit. Guck dir aber nicht hin, du. Oh shit. Nein! Yeah. Schon wieder, das gibt's doch nicht. Als ob. Das Spike ist halt so geil. Ich sehe noch nie kommen. Pro Fox. Überhaupt nicht. Also Fox kann ich gar nicht. Lustigerweise habe ich Falco mal gemaint. Den fand ich mal ganz cool. Auch wenn er eigentlich gar nicht mal so gut ist. Dem komme ich. Aber mit Fox kann ich komischerweise nicht gar nichts. Ja. Oh nein, oh Gott, zum Glück haben die immer Magnethände. Wow. Wow, Alter! Was tust du denn heute? Hä? Ich weiß es nicht! Oh Mann, Dark Pit. Ich hab eigentlich nur Dauer-Arrow gemacht, warum hat er auf einmal Fastball gemacht? Ich hab keine Ahnung. Oh man. Ich hab's mit C-Stick gemacht. Wie? Hä? Gut, Falco kann ich wenigstens ein bisschen, aber so schlecht wie ich heute spiele, wird das glaube ich nichts. Wow, wie ich einfach in den Grab reingelaufen bin. Falco spiele ich halt viel zu selten gegen und mit ihm spiele ich auch nicht unbedingt oft. Und der hat halt den OP-Dab.
Ich spiele mich gerade wieder ein bisschen warm mit Pit. Aua. Ey, was ist das? Ich hab keine krassen Projektile. War doch das hier. Den Laser. Weg. Aua. Take this. Ah, die Range ist eigentlich voll gut. Hey, lass es sein. Au. Ey, reicht. Nee, hey. Reicht. Ah, fuck. Haha. Hey, komm her. Shit. Nein! Als ob ich da reinspringe, ey. Manchmal hilft auch nur ein S-Smash. Oh ja. Mann. Ich fühle mich so mies. Dich erst. Okay. Alles gut. So. Pikachu also. Ja. Kann ich auch nicht. Wow. Verwirr mich nicht. Ich hasse diese Recovery. Ich hasse diese Recovery wirklich. Ja, ich auch. Das wollte ich jetzt nicht. Ich hab was komplett anderes gedrückt. Ich weiß auch nicht, wie viel Prozent das überhaupt funktioniert. Ehrlich gesagt, ich probiere es einfach mal aus. Mhm. Ja, ich bin auch nicht, wow, der Pikachu-Experte. Wow. Ich hab Abstand. Ich glaube, du machst den falschen Throw, kann das sein? Stimmt, das ist Up-Throw, ne? Fuck, du hast recht. Du hast vollkommen recht. Take this. Oh. Alter. Boah, mach mir keine Angst, ey. Alter, du bist so klein. Das ist der Vorteil. Au. Wow, diese Hitbox. Alter. Da habe ich ein bisschen Angst. Wird es etwa Pikachu sein? Oh, ich will mal die Up-Tilt treffen eigentlich. Die ist so geil. Ah, komm her. Yeah. Oh, ich vergesse die immer. Ja, ich will irgendwas Cooles machen, warte. Du drückst einfach. Cooles. Wow. Gott. Was ist das für ein Match, Alter? Nein, 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 nein. So gar nicht probieren jetzt. Ach komm. Ich will diesen Grab kriegen. Du willst mir auch nicht irgendwie in die angreifen, ne? Nee, ich will diesen Grab kriegen. Ach komm. Was ist denn das? So. Ich hab dir alle Chancen gegeben. Tut mir leid. Ich weiß. Ich kann aber mit Pikachu echt nicht killen. Das ist mir schon ganz am Anfang des Spiels aufgefallen. Also, als es rauskam. Also, ich habe mal Pikachu ausprobiert, auch in der Demo schon. Und ich dachte mir, Alter, ich kann mit dem einfach nicht killen. Was ist los mit dem Charakter? Eigentlich ist er ja gut, aber. Pff, irgendwie kann ich mit dem nicht. Absolut nicht. Jetzt wreckst du. Jetzt wreck ich. Jetzt kommt Charizard. Alter. Alter. Den Scheiß ab muss man eigentlich nur spammen, dann gewinnt man schon. Aua. Au. Was soll denn das? Okay. Was war das denn? Aua.
Weg mit dir. Oh, fuck. Well, ich weiß gerade noch, okay. Glurak. Oh, shit. Oh fuck, ich wollte gerade den F-Smash machen. Geh weg. Jetzt mal Angst. Nee, nee. Nicht? Alter, dieser scheiß Stein. Au! Was soll das? Ich hab ein kurzes Höschen, oh, siehst shit. Du das nicht? Da kannst du dich einfach drauf klauen. Aua. Au! Alter, wie er einfach wegfliegt. Muss ich das vorstellen, er tritt ihn und er fliegt so hart weg. Gewaltige Kraft sein. Gefutzt du? Auch ein guter Fall. Oh, wow! Ja. Das kam sehr plötzlich. Das war einfach mal gut Glück. Oh Mann, ey. Diese Matches hier. Ja. Wow, wenigstens mal einen Fight gewonnen. Ah. Ja, gut, Leute. Ich würde sagen, ich hab mich hier nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Aber hey, ich hab's nicht anders erwartet. Auch wenn es heute extrem schlecht war. Ja, leider. Aber gut. Ich hoffe, es wird besser. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Richtig. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch. Außerdem würde ich mich sehr über Kommentare freuen, was euch gefallen hat und was nicht. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.